Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich den Amorelie Adventure Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbindet, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Dieser Adventskalender wurde mir in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um ihn hier vorstellen zu können. Vielen, vielen Dank an das liebe Amorelie-Team an dieser Stelle. Und zeitgleich wurde mir auch noch ein 20% Rabattcode an die Hand gegeben. Das heißt, ihr bekommt den Adventskalender, der normalerweise 219,90 € kostet. Ja, knappe 44 € günstiger. Das finde ich ziemlich cool, wenn ich ehrlich sein darf. Und ich bin sehr gespannt. Es sollen 610 € Warenwert enthalten sein und er sieht schon mal sehr, sehr nice aus. Es ist ein Boxen-Adventskalender in einem wunderschönen lila Ton und ist halt auch genauso. Ich habe auch den anderen Adventskalender ausgepackt, der kommt entweder vor oder nach diesem Video. Also falls du das nicht verpassen möchtest, ne, gerne hier unten mal auf Abonnieren klicken, fände ich total cool. Und halt in einem Design, was man sich halt auch safe irgendwo hinstellen kann. Und es nicht direkt auffällt, dass da Spielzeug für Erwachsene drin sein wird. Und weil es eine Kooperation ist, verlose ich auch in diesem Video etwas. Es wird nichts mit Sexspielzeug zu tun haben. Es ist ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox unter diesem Video. Schau gerne einfach mal vorbei, denn hauptsächlich ist das hier ein Beauty-Kanal, ne? Aber ein gesundes Lächeln kann einen Menschen doch sehr, sehr schön machen. Wenn ich das mal so sagen darf. Und reingucken? Ja, ne? Los geht's. Hier unten bei dem Amorelie-Logo versteckt sich die Nummer 1. Oh, die ist ganz schön schwer. Und direkt am Anfang fängt es schon direkt an, um das mal so zu sagen. Hier wird kein Blatt vom Mund genommen, ganz offensichtlich. Und zwar ist hier ein Vibrator mit drin. Also, ja, Unterschied von Dildo und Vibrator ist, beim Vibrator hast du halt noch einen Vibrationskörper drin, sodass das ganze Ding vibriert und nicht halt einfach nur so starr rumliegt, hat das einen Namen. Quickie Mini Vibrator. Du hast auch noch ein Ladekabel mit bei. Und ja, der ist auf jeden Fall, ich finde den an und für sich relativ groß, aber in der Theorie führst du den ja auch nur bis hierhin ein, ne? Ist in einem schönen Lila, fühlt sich sehr angenehm an. Dann haben wir hier noch so ein dezent golden abgesetztes Ding und definitiv ist das ein gut in der Hand liegender Vibrator. Die Nummer 2 ist lang und schmal. Mal gucken, was da drin sein wird. So, hier haben wir einen kleinen Mini-Adventskalender, Christmas Challenges. Und wir haben auf der einen Seite die deutschen Christmas Challenges und auf der anderen Seite die französischen. Denn das ist quasi der deutsche und französische Adventskalender in einem. Und da kann man dann halt vom 1. bis 24. Dezember sich da so ein paar Aufgaben stellen. Zum Beispiel geht es hier ums Augenverbinden oder um verschiedene Sexstellungen, die man dann auch neu ausprobieren kann. Oder eine No-Hand-Challenge. Okay, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Springen wir wieder nach unten, da ist die Nummer 3. Und auch die fühlt sich sehr gut gefüllt an. Es können übrigens auch Pflegeprodukte enthalten sein, wie auch in diesem Fall. Das ist Woo Passion in Time Vegan Lubricant Prebiotic and Pro Vitamin B5. Ist das nicht Niacinamid, was aufhellend wirken soll? Ich weiß es noch nicht so genau. Wir gucken mal. Veganes Gleitgel mit Präbiotik und Provitamin B5 auf Wasserbasis. Die Formel unterstützt die Hautflora für die richtige Balance und verbessert die Feuchtigkeit und Elastizität. Es könnte genauso gut auf einer Gesichtscreme stehen. Mit erfrischendem Limettenduft. Latex kondomsicher, auch das ist sehr wichtig. Und mit Silikontoys kombinierbar. Auch das ist sehr wichtig. Und dann steht, wie man das halt anwenden kann. Kannst du die halt auf verschiedene Körperstellen geben und dann läuft das Ganze ein bisschen besser oder flutscht es viel besser. 75 ml haben wir hier drin enthalten und das finde ich ganz praktisch, ne? Gehört auf jeden Fall auch als Pflegeprodukt mit in einen Sextoy-Adventskalender mit rein. Die Nummer 4 haben wir hier. Auch die fühlt sich sehr schwer an. Ich mag das ja immer, ne? Wenn die sich schwer anfühlen, dann gehe ich immer davon aus, dass die gut gefüllt sind. Ach, guck mal. Das ist so ein so eine Liebeskugel. Die ist jetzt hier auch wieder in dem schönen lila Design. Das ist definitiv sehr passend, ne? Wir hatten jetzt den Vibrator in lila und hier haben wir jetzt auch noch die entsprechende Liebeskugel dazu. Die ist dafür da, damit die Beckenbodenmuskulatur der Frau etwas verbessert wird. Und
man sich halt dann auch selber ein bisschen enger machen kann und so weiter. Ne? Das ist eine ganz gute Geschichte und die fühlt sich tatsächlich auch ein bisschen schwerer an. Finde ich interessant und ja, genau, das ist quasi so ein kleiner Workout für die Vagina. Die 5 müssen wir gar nicht lange suchen, denn die ist genau darunter. Das ist einfach ein Mini-Vibrator. Ja, check me, Mini-Vibrator. Der ist jetzt sehr metallisch. Gut, den könnte man jetzt, weil er halt eben so relativ klein ist, ne, zusammen mit dem Gleitgel auch für den Analbereich verwenden. Ich muss halt nur gestehen, der ist halt wirklich klein. Ne? Da hätte ich ein bisschen Bedenken. Darf ich das ehrlich so äußern? Ja. Aber man hat ja vorher auch seine Vaginalmuskeln stimuliert. Das heißt, man könnte ihn sicherlich dann auch rausbekommen, falls er verloren gehen sollte. Ja, aber auf jeden Fall ein interessantes Produkt. Hätte ich jetzt nicht unbedingt in dem Adventskalender drin gebraucht. Wir haben ja auch schon direkt beim Anfang den Vibrator gehabt. Nikolaus, die Nummer 6, ist ziemlich groß, schmal, lang. Erfahrungsgemäß haben wir in solchen Boxen beim Spielzeug-Adventskalender so Pedals oder sowas drin, was natürlich ganz schön frech wäre. Okay, das ist so ein Dreiervieh. Da muss ich kurz mal herausfinden, was das ist, weil das weiß ich nicht. Torus Penisring. Ja, hat einen Namen. Die 3 dehnbaren und miteinander verbundenen Penisringe können während des Sex oder beim Solo getragen werden, um die Ausdauer zu steigern. Unser Tipp für ein außerordentlich intensives Erlebnis beim Sex mit dem Toy: den größten Ring um den Penis und Hoden legen. Okay. Den mittleren nur um den Hodensack und den kleinsten um den Penisschaft legen. Okay. Jo. Ist interessant. Juti, das war Nikolaus. Interessanter Nikolaus. Wo ist denn die Nummer 7 geblieben? Hier unten. Da haben wir bestimmt wieder Pflege drin. Nach so einem aufregenden Spiel. Ja, okay. Das ist ein Vegan Toy Cleaner and Intimate Care. Das ist super wichtig. 75 ml sind hier drin enthalten. Das ist halt ein Spielzeugreiniger, damit deine Spielzeuge halt auch immer hygienisch bleiben und du sie entsprechend reinigen kannst, ohne halt das Material zu schädigen oder so und gleichzeitig halt alles sauber machen kannst. Die Nummer 8 darf machen, dass es kracht. Oh, das ist schön. Das habe ich tatsächlich schon, weil ich eben auch den Adventskalender in der kleinen Variante ausgepackt habe. Das ist da auch drin. Das ist eine Augenmaske, so aus Spitze in Schwarz. Und das hat wirklich eine richtig schöne Spitze und so ein schönes langes Band mit dabei, dass man sich das schön umbinden kann. Echt ein schmuckes Teil. Über die Nummer 9 dürfen wir uns in diesem Adventskalender ganz besonders freuen. Praktisch ist übrigens, dass du hier auch so Zwischenebenen drin hast. Hier ist eine drin und hier oben auch, sodass dann nicht alle Boxen so runterfallen. Das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Und hier haben wir wieder ein Pflegeprodukt enthalten, Vegan Intense Gel. Und hier haben wir 50 ml drin. Und das Produkt ist für Frauen, steht hier explizit drauf, spendet Feuchtigkeit und kann einen prickelnden Effekt für eine erhöhte Empfindsamkeit halt machen. Genau, und das kommt dann auf den Vaginalbereich, damit die Party ein bisschen mehr abgehen kann. Und zusammen mit diesem Produkt war auch in dem Kläppchen Beducated, ein Online-Kurs fürs Schlafzimmer. Und ja, da können halt Paare zusammen, entweder wenn man frisch zusammen ist oder wenn man auch schon etwas länger zusammen ist, einfach mehr Schwung in die Kiste bringen. Mit der Nummer 10 wird es jetzt weitergehen. Die ist auch wieder etwas schwerer. Und hier haben wir einen Analplug drin. Okay, der ist aber eher für Fortgeschrittene, weil er aus Metall ist und schaut so aus, sollte man auf jeden Fall mit Gleitgel verwenden. Und der dient dafür, dass quasi der Analbereich schon mal ein bisschen vorgedehnt wird, damit es nachher beim Analsex etwas einfacher funktioniert. Wir haben hier auch einen schwarzen Blinky mit dran und ja, ne, dadurch, dass er halt aus Metall ist, ist er etwas härter, also deswegen halt eher für Fortgeschrittene. Wow, die Nummer 11 ist ganz schön groß hier oben, ne? Und schwer. Wow, was ist da wohl drin? Etwas super Spektakuläres drin. Das muss ich erstmal auspacken. Ein Paar-Vibrator Drifter. Auch hier haben wir wieder ein Ladekabel mit dabei. Und das muss ich mir aber gleich erstmal angucken, wie das funktionieren soll. Also, weil... Wie? Ich meine, hier kann man vielleicht irgendwas mit zwicken. Keine Ahnung. Aber wow, in Blau,
Wow in Blau, das läuft ja hier. Warnung, vor der ersten Benutzung die Tastensperre deaktivieren. Auch das ist wichtig, ne? Laufzeit ca. 60 Minuten. Okay, Vibrator für Sie. Der lange samtweiche Schaft wird mit der gebogenen Spitze nach oben zum Bauchnabel zeigend vaginal eingeführt. So erreicht der Vibrator den G-Punkt gezielt. Masturbator für ihn. Der anschmiegsame Ring umschließt den Penis, welcher Auf- und Abbewegung stimulieren kann. Analvibrator. Der lange Schaft des Vibrators ist perfekt, um damit den Anus und die Prostata zu stimulieren. Aha. Der Ring am unteren Ende des Partois verhindert dabei, dass der Vibrator zu tief in den Anus eindringen kann. Partnertoy. Der lange Schaft kann vaginal eingeführt werden, während er seinen Penis in den Ring gleiten lässt. So können prickelnde Vibrationen euch beide verwöhnen. Aha. Okay, ja gut, theoretisch könnte man dadurch auch eine, wenn das vom Winkel her passt, so eine Art Doppelstimulation erwirken, dass man quasi gleichzeitig Anal- und Vaginalsex hat, in der Theorie. Wenn das vom Winkel her funktioniert, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne? Aber ja, dafür könnte man das auf jeden Fall auch verwenden. Ist relativ schwer, muss ich halt auch ehrlich sagen. Hier hinten ist es wirklich flexibel und hier vorne ist es dann entsprechend starr. Okay, jetzt kümmern wir uns erstmal um die Halbzeit, die Nummer 12. So, das ist etwas leichter. Okay, ja, das ist eher so zum Vorspiel und ganz vorsichtig und sanft kann man dann den Partner oder die Partnerin mit diesem Puffel so ein bisschen berühren und verführen. Und das Ding nennt sich Tickler, Touch Me, genau. Und der hat sogar zwei Seiten. Auf der einen Seite hat er dieses Puschelding und auf der anderen Seite so einen ganz kleinen Paddel, aber nicht wirklich groß, ist eher so zum Festhalten, würde ich sagen. Ne? Die Nummer 13. Hier haben wir etwas drin, das ist so eine Augenbinde, einfach so, um dem Partner die Augen zu verbinden. Genau. Oder um halt eine leichte Handfessel zu machen oder sowas. Je nachdem, wie man das integriert haben möchte. Und das ist in schwarz oder ganz, ganz dunkelblau, würde ich dazu sagen. So eine schöne seidige Oberfläche. Die Nummer 14 ist ganz schön groß. Genauso groß wie die Nummer 24. Gucken wir mal rein. Ah ja, das kenne ich jetzt schon, denn ich habe eben den anderen Adventskalender auch ausgepackt. Das hier sind zwei Soft-Tampons von der Firma Neverdot, die hier reingepackt worden sind. Das sind halt Soft-Tampons, die man sich als Frau während der Menstruation, während der Erdbeerwoche einführen kann. Und zum einen soll das einfach alles angenehmer machen. Du hast halt kein Bändchen, was rausguckt. Das heißt, man sieht dann auch nicht unbedingt, dass die Frau die Periode hat, was natürlich ganz angenehm sein kann. Zum Beispiel, wenn man schwimmen gehen möchte und nicht möchte, dass aus Versehen irgendwie aus der Bikinihose da dieses Bändchen rausfliegt oder beim Waxing oder so, ne? Dass das nicht wirklich so auffallend ist. Andererseits steht hier auch noch mit in der Gebrauchsanweisung, dass man die tatsächlich einführen kann und gleichzeitig dann auch tatsächlich Sex haben kann. Kann ich mir persönlich noch nicht wirklich vorstellen. Hier steht auch genau beschrieben, wie man das halt anwenden kann, wie man es reinbekommt, wie man es rausbekommt, wie man es drin behält und wie lange man das drin lassen sollte, was ich auch sehr wichtig finde. Aber ja, auf jeden Fall ein interessantes und auch relativ inspiratives Produkt. Und es passt zum Sextoy-Adventskalender, weil das quasi dann ja auch dazu führen soll, so, ja, okay, du hast jetzt gerade deine Periode, hättest aber gerade echt Bock, das und das Tool aus dem Adventskalender auszuprobieren. Egal, mach dir dann Never Not rein, genau, und dann hast du alle Freiheiten der Welt. Hier unten versteckt sich die Nummer 15. Oh ja, sowas finde ich, sowas flößt mir Angst ein, darf ich das so sagen? Okay, also das sind Nippelklammern. Twitch Me, so heißen die, war ein Reim, und ja, die kann sich die Frau an die Nippel klemmen und es kann schön sein, es kann sich auch irgendwie stimulierend anfühlen oder so, ne? Das ist halt mal so ein bisschen ein etwas, ja wirklich Adventure-Adventskalender-Tool, ne? Also dass es quasi ein bisschen mehr auf die Trau-Dich-Richtung geht. Hier oben ist die Nummer 16. Ja, da muss ich bei dem anderen Adventskalender auch schon lachen. Es nennt sich Wetter. Und es sieht tatsächlich aus wie ein Liquid Lipstick vom Design her. Von Kylie Cosmetics ist es aber nicht. Das ist ein Mouth Watering Spray for Oral Sex. 13 Milliliter sind hier enthalten und hier stehen auch tatsächlich Nährstoffangaben auf diesem Produkt drauf, weil es ja auch ein essbares Produkt ist, wenn man das mal so sagen kann. Ne? Also das soll einfach dazu führen oder dafür sorgen, dass die Person, die quasi den Oralsex bei dem Partner durchführt, ein
also dass es besser flutscht, also dass man quasi mehr Speichel bildet. Dafür soll das Produkt da sein. Und das ist so ein kleines Spray. Und das kann man sich halt wie so ein Mundspray in den Mund sprühen. Und das ist hier unten wohl Glas und oben ist ein Sprüher. Hier unten haben wir die Nummer 17. Okay, das fühlt sich schwer an. Das sind Kugeln. Oh mein Gott. Das ist wirklich für Fortgeschrittene. Das sind Liebeskugeln Intensify Me. Die sind auch wirklich schwer. Und ich sag mal so, Liebeskugeln sind ja dafür da, damit die Frau die Beckenbodenmuskulatur etwas stärken kann, weil sie halt die eine ganze Zeit trägt und es halt so wie so eine Art Vaginal-Workout benutzt. Das heißt, man führt sie sich ein und durch die Beckenbodenmuskulatur behält man die ja drin, ne? Dadurch, dass man halt quasi immer wieder anspannt und so. Und dadurch trainiert man sich untenrum, damit man sich beim Sexualverkehr verengen kann. Und das ist halt für den Mann vielleicht durchaus mal ganz angenehm. Aber lose Kugeln habe ich noch nie gesehen. Das finde ich ziemlich hardcore. Okay, das ist krass. Das ist wirklich krass. Wir sind jetzt in der Weihnachtswoche und öffnen die Nummer 18. Das ist doch so eine Art Analplug, ne? Eine Analkette. Okay, ja. Die dient dafür, dass man sich quasi auf den Analsex vorbereiten kann. Die führt man sich am besten mit Gleitgel halt anal ein und ist dann ein bisschen sanfter als der Metallanalplug, den wir hier hatten. Also im Prinzip benutzt man sowas erst, um halt so ein bisschen das kennenzulernen und dann später so ein Ding aus Metall, ne? Also hätte ich andersrum reingepackt, um das mal so zu sagen, hätte man wenigstens mal ein paar Tage Zeit gehabt, um das kennenzulernen. Aber gut, ja. Interessant ist auch, wichtig ist dabei auch, dass es hier etwas gibt, womit man das natürlich auch wieder rausziehen kann, ne? Die Nummer 19 habe ich hier oben schon gesehen. Ja, natürlich müssen wir mal wieder etwas Pflege haben. Genau, ne, hatten wir nämlich schon länger nicht mehr. Woo Passion Ardent, ein Vegan Warming Massage Gel. Und damit kann man sich gegenseitig massieren und das wird dann wohl bei Körperkontakt erwärmt werden. Muss man ein bisschen mit aufpassen, nicht, dass man das irgendwie auf frisch rasierte Stellen oder sowas aufgibt. Das kann sehr wehtun. Veganes Massagegel mit aufregendem Wärmeeffekt und frischem Orangenduft. Pflegt die Haut streichelzart für erotische Massagen und lustvolle Momente zu zweit. Gib etwas Massagegel auf die Körperstellen, an denen du dir besondere Geschmeidigkeit wünschst und erlebe Berührung noch intensiver. Nicht mit Schleimhäuten in Berührung bringen, genau, also nicht als Gleitgel verwenden, ne? Das ist auch wichtig. Und ja, nicht zum Verzehr geeignet, 50 ml sind hier drin, finde ich gut. Hier haben wir die Nummer 20. Hier haben wir ein Bondage Tape drin. Tangle Me heißt das, genau. Schaut so aus, ist in so einem hellblau. Und ja, das kann man dann halt für das Advanced Liebesspiel nehmen mit Bondage. Hier oben haben wir die Nummer 21. Hier haben wir etwas Fantastisches drin. Das ist ein Chocolate Body Pain, 20 Gramm. Ja, delicious. Und das ist ein Produkt, was man auf verschiedene Körperstellen geben kann, um es dann halt mit der Zunge abzunehmen und das Ganze intensiver zu gestalten, sage ich jetzt einfach mal so. Genau, das hat halt einfach nur einen Geschmack. Hier stehen auch Nährwertangaben drauf, ist nice. Und ja, sowas sollte man nach Anbruch relativ schnell aufbrauchen und im Kühlschrank aufbewahren. Hier haben wir die Nummer 22. Oh ja, hier haben wir Handle Me Fingersleeves drin. Das sind dann halt so Fingerlinge, die man sich über den Finger ziehen kann und womit man zum Beispiel die Masturbation oder wie auch immer etwas besser stimulieren kann, dass die Oberfläche eine andere ist und so der Kitzler zum Beispiel etwas mehr stimuliert wird. Also hier würde ich tatsächlich sagen, dass es eher etwas ist, was für die Frau dann angewendet werden wird. Ich bin sehr gespannt, was man sich jetzt für den 23. Dezember, sprich für den Tag vor dem Knüller vor Heiligabend vornehmen darf. Ich hätte mir jetzt hier irgendwie was drin gewünscht, dass man als Paar nochmal so ein bisschen irgendwas Schönes zusammen macht oder dass man, keine Ahnung, irgendwie ein Bad zusammennimmt oder irgendeine ganz schöne und relativ entspannte Geschichte nochmal macht. Hier bin ich jetzt mal gespannt.
Little Confessions, Sondermoment mit Amorelie. Okay, hier haben wir ein Kartenspiel drin. Ja gut, also ich kenne tatsächlich auch familiär bedingt Weihnachten als das Fest, wo alle am Kartenkloppen waren ohne Ende. Wir haben Doppelkopf gespielt, das sind jetzt etwas andere Karten. Mit der Little Confessions Edition erschaffen sich Paare und Frischverliebte mit gezielten Fragen einen Raum, in dem sie sich öffnen, ehrlich kommunizieren und ihre sexuellen Fantasien ergründen können. 2 bis 4 Spieler, Spielerinnen. Das finde ich ziemlich cool. Das ist wirklich so eine kleine Denk-mal-drüber-nach-Geschichte. Man tauscht sich aus und kann vielleicht aus den Ideen, die in diesem Spiel enthalten sind, zusammen mit den ganzen Spielzeugen, die man dann den ganzen Advent über hatte, sich ein sehr schönes Weihnachten machen. Aber nein, es gibt für Weihnachten noch eine extra Box. Denn da soll etwas ganz Besonderes drin sein. Dann schaue ich doch mal rein. Svacom x Amorelie. Was ist das? Ah ja, okay. Das ist Ella Neo. Interactive Vibrating Bullet with App. Und das ist ein Vibro-Ei, was App-gesteuert vibrieren kann. Interaktiver vibrierender Bullet-Vibrator mit App. Aus Silikon, dann wie auch immer, Ladezeit 1 Stunde, Laufzeit 2 Stunden, Wasserabweisung, es ist wasserdicht. Verwendungszweck zur Stimulation der Klitoris und des G-Punkts. Okay, hier ist natürlich jetzt etwas mit drin, was man natürlich als Paar nutzen kann, aber tatsächlich eher für die Frau gedacht ist. Mit App ist auch traumhaft, ne? Okay, ja. Achso, hier ist dann wahrscheinlich der An- und Aus-Knopf. Okay, und das führt die Frau sich dann entsprechend ein und dann kann sie ferngesteuert werden. Batterien sind hier auch mit am Start, das ist super. Und selbstverständlich noch eine Gebrauchsanweisung. Kommen wir zum Fazit des Adventskalenders. Also definitiv ist das für mich ein Paar-Adventskalender. Es ist schöner, wenn man die ganzen Produkte als Paar zusammen erfahren kann und verwenden kann und dadurch sein neues oder auch schon lang erlebtes Sexualleben ein bisschen aufpeppt. Definitiv. Und ich finde auch, dass dieser Adventskalender seinen Namen wirklich alle Ehre macht. Der ist einfach eine kleine Spur mehr für diejenigen, die lieber einfach mal was ausprobieren und ist ja so eine Art fortgeschrittenen Adventskalender. Denn hier hat man auch wirklich 2 verschiedene Analplugs mit drin, wovon einer wirklich für Fortgeschrittene ist. Wir haben hier auch etwas für Bondage mit dabei, was auch etwas für Fortgeschrittene ist und was auch in einer Beziehung sehr, sehr viel Vertrauen erfordern wird. Wir haben natürlich auch diverse Vibratoren hier mit dabei. Ich finde jedoch, meine Meinung, dass der Mann hier so ein bisschen zu kurz kommt. Natürlich freut es den Mann, wenn es die Frau freut, um das mal so zu sagen. Aber es wäre noch schöner, wenn irgendwie so ein bisschen mehr etwas Gemeinschaftlichkeit geschaffen worden wäre, wenn ihr wisst, was ich meine. An und für sich, schöner Adventskalender. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn ich den zusammen mit meinem Partner als Paar ausgepackt hätte, dass wir da einfach einen sehr schönen Advent erlebt hätten. Und ja, das war's jetzt auch hier von mir. Hier kreist schon eine Motte, weil ich mein Fenster offen habe, weil es super, super warm hier drin ist und ich auch gefühlt unter diese Mütze ein bisschen eingehe bei 28 Grad und dann noch so einen heißen Adventskalender hier auspacke. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und auch vielen Dank an Amorelie für die Zusendung von dem Adventskalender. Und ja, denkt auf jeden Fall an die Verlosung und so weiter und so fort. Alles Relevante unten in der Infobox, genauso auch der Rabattcode, ne? Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!